InSat TV, TV, TV. Land und Leute sind unsere Stars. Herr Messedirektor Helmut Slessak, man kann von einem überwältigenden Erfolg dieser Riederherbstmesse 2021 sprechen. Ja, man kann auf jeden Fall davon sprechen, dass die Besucheranzahl die Erwartungen bei Weitem übertroffen hat. Man muss ja sehen, im Vorfeld bis 4 Monate vor der Messe haben wir kaum planen können und was dann das gesamte Messeteam unter Hochdruck an Ausstellern, an Programm zusammengebracht hat, ist sensationell und dass das von den Besuchern so angenommen wird, das konnte man vorher ja, sich vielleicht erträumen, aber nicht einmal erhoffen. Es war nur kurze Akquisitionszeit, kurze Vorbereitungszeit, denn ich glaube, erst im Juni wusste man, dass es ein Go gibt. Genau, ja. Wie gesagt, eigentlich im Juli, dann ist richtig losgegangen, wo normal schon die Pläne fertig sind. Und was wir da gemeinsam geschafft haben und auch viele Aussteller, die gesagt haben, wenn es die Riedermesse gibt, dann sind wir dabei. Das ist so eine gute Messe für uns. Und wenn man heute so durchgegangen ist und mit den Ausstellern gesprochen hat, dann ist die Zufriedenheit wirklich sehr groß. Besonders viel Zustrom auch aus Bayern dieses Mal? Sehr viel aus Bayern, hat natürlich damit zu tun, dass Kapfarm nicht stattgefunden hat. Und ja, das Wetter hat uns sicherlich auch in die Karten gespielt. Man hat ein bisschen gemerkt, dass es sehr eng geworden ist, zum Teil in den Versorgungsbetrieben, auch in den Gängen. Das ist einfach so, wenn der Erfolg so groß ist, oder? Ich glaube, es hat keiner mit denen gerechnet, dass die Leute das so annehmen. Es ist ja trotzdem so, es spielt sich bei uns das meiste im Freien ab. Das ist einmal ein Riesenvorteil. Aber ich muss schon sagen, dass es gerade im Volksfestbereich, wenn man dafür verantwortlich ist, dann schaut man schon auch manchmal mit Sorge auf die große Anzahl der Besucher, die sich da in den Straßen befunden hat. Hat man schon mal daran gedacht, so wie das in Bayern auch gemacht wird, den Montag und Dienstag dran zu hängen? Heute könnte man sagen, verlängern wir einfach. Ne? Ja, könnte man sagen. Es ist so, dass man schon gemerkt hat, gerade in den letzten Jahren, dass sich die Besucher immer mehr auf das Wochenende konzentrieren. Deswegen sind ja auch in Österreich alle Messen kürzer geworden. Diese 9-Tages-Messen aus den 90er Jahren gibt es nicht mehr in Österreich. Und so sind auch die Landwirtschaftsmessen alle auf 4 Tage zurückgegangen. Und ja, es wird auch von den meisten Ausstellern gutiert, dass die Dauer verkürzt wird, weil ja natürlich die Personalkosten mittlerweile auch kein unbeträchtlicher Teil sind. 2023 hoffentlich wieder ein Volksfest über 2 Wochenenden. Ja, muss man sich anschauen. Also wenn man heute mit den Schaustellern spricht, es ist natürlich eine Ausnahmesituation. Die Leute sind ausgehungert. Bei manchen Besuchern glaubt man, es ist der letzte Tag. Deswegen muss man jetzt ein bisschen das alles einmal sacken lassen, analysieren. Für viele, wie gesagt, die haben jetzt in den 5 Tagen mehr eingenommen, wie in den letzten 30 Jahren vielleicht an 2 Wochenenden. Mhm. Und ja, wir werden uns das ansehen und dann hoffentlich wieder, so wie heuer, haben wir doch Gott sei Dank relativ viele Entscheidungen richtig getroffen, hoffentlich auch für 2023. Für weitere Messen im heurigen Jahr
Man muss jetzt sehen natürlich, was passiert in den nächsten Wochen, wo gehen die Inzidenzen hin. Prinzipiell ist für uns die nächste Messe die Modellbaumesse, die eigentlich fertig geplant ist unter den derzeitigen Voraussetzungen. Natürlich, wenn sich da wieder was ändert von 3G etc., muss man das wieder neu evaluieren. Aber wir haben fest im Plan, dass sowohl die Modellbaumesse als auch die Haus- und Baumesse stattfinden. Das ist jetzt viele Jahre, du weißt es, aber das war richtig beeindruckend und einzigartig. Woran hat es gelegen, deiner Meinung nach? Gut, es sind mehrere Gründe, aber einer der Hauptgründe ist mit Sicherheit, dass die Menschen jetzt sehr lang das nicht erleben haben dürfen und das aber gerne erleben, weil es Teil unserer Kultur ist. Ein weiterer Grund ist aus meiner Sicht, dass aus zwei Wochenenden ein Wochenende wurde und das halt jetzt geballt, dass in einem Wochenende stattgefunden hat. Ja, und noch viele weitere Gründe, die sehr positiv waren. Es ist seitens von der Messe Ried fürs Volksfest auch verantwortlich sehr viel richtig gemacht worden. Die Menschen haben sich auch sicher gefühlt, wo sie da waren, weil wenn alle Menschen, die zu uns kommen, und es waren Tausende, also wirklich viele, wenn die alle kontrolliert werden am Eingang, dann freuen sie sich auch. Weil die Kontrolle gefällt nicht an jeden, aber wenn er da ist, kann er sich sicher fühlen und ein gutes Fest feiern, und das haben die Menschen auch gemacht. Thank you.